Hallo zusammen und willkommen auf meinem YouTube-Kanal Mantis486 Gaming. Heute zeige ich euch, wie man die karianische Ritterin besiegt. Ich habe dazu das Blasphemie-Schwert genommen, plus 10. Und ein Siegel, das Drachensiegel genau gesagt. Und dazu den fauligen Atem. So. So, auf geht's. Und da ist sie schon. Versucht euch nicht auf Nahkampf einzulassen, sondern kämpft passiv. Sie hat einen richtigen Bums. Wenn sie euch trifft, ist diese Sache in ein paar Sekunden erledigt. Ein, zwei Schläge und ihr seid dahin. Also immer Abstand. Hier der faulige Atem. Und jetzt Abstand, immer das Schild hochhalten, immer gut verteidigen. Und auf die Gelegenheit warten, mit dem Schwert zuzuschlagen. Natürlich immer mit der L2-Taste. Lasst euch ruhig Zeit. Immer das Schild schön hoch. Ja, hier hat sie mich auch erwischt. Aber zum Glück nur einmal. Und jetzt ist es gleich vorbei. So, voilà. So ist sie besiegt. Wenn euch das Video gefallen hat und ich euch helfen konnte, lasst mir bitte ein Like und ein Abo da. Bis dann.